Admiral Bett präsentiert den Spieltagscheck. Moin, liebe HSV-Fans, zum Admiral Bett Spieltagscheck. Vor der Partie gegen Hertha BSC auf die Berliner treffen wir am Sonnabend im Topspiel um 20.30 Uhr. Und darüber wollen wir sprechen. Und dafür habe ich mir heute einen Gast eingeladen, der wahrlich in Form ist, kann man sagen. Bisher 6 Scorer in den ersten 3 Partien, sowohl 2-mal Bundesliga als auch 1-mal Pokal. Und dafür begrüßen wir ganz herzlich heute Robert Glatzel. Moin Bobby, schön, dass du da bist. Moin. Bobby, wir wollen vorher einmal auf den gestrigen Tag schauen. Für euch ging es nach dem Teamtraining auf den Hamburger Dom. Wie war's? Ja, war richtig cool. War da auch schon ein paar Mal so mit der Familie. Ist einfach richtig cooles Volksfest oder ja, einfach eine coole Abwechslung und vor allem mit der Mannschaft. Macht dann doppelt so viel Spaß. So 20 Jungs laufen da um den Dom rum und ja, haben einfach richtig viel Spaß, hat man richtig viel zu lachen und ja, war eine schöne Abwechslung. Du hast den Spaß schon angesprochen. Wie wichtig sind solche Teamaktivitäten abseits des Platzes, abseits des Stadions, da auch mal als Gruppe zusammen zu sein? Ja, ist sehr, sehr wichtig, denke ich, dass man, wie gesagt, nicht nur auf dem Platz sich versteht, sondern halt auch außerhalb des Platzes. Man lernt sich noch besser kennen, hat mal vielleicht mal 2 Stunden einfach überhaupt nichts mit Fußball zu tun und macht einfach riesen Spaß und dann hat es einfach perfekt gepasst, dann noch so Fahrgeschäfte gemeinsam zusammen machen und so weiter. War auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Bobby hat den Spaß schon angesprochen und den wollen wir uns jetzt auch in Bildern einmal ansehen und das machen wir in der Rubrik Unser HSV. Zum Start der Trainingswoche verbrachten die Rothosen auch abseits des Trainingsplatzes Zeit miteinander. Gemeinsam mit einigen Mitgliedern des Staffs ging es für die Mannschaft am Mittwoch auf den Hamburger Sommerdom. Beim Rundgang über den Dom hatten die Jungs eine Menge Spaß und genossen den gemeinsamen Nachmittag. Doch auch auf dem Trainingsplatz wurde hart gearbeitet. Nur wenige Tage nach dem 120-minütigen Pokalfight gegen Rot-Weiß Essen ging es für die Rothosen in die Vorbereitung auf das Topspiel gegen Hertha BSC. Auch an der Hafenstraße mussten sich die Rothosen am Ende der Partie über viele Gegentore ärgern. Daran arbeitete Coach Tim Walter unter der Woche mit seinem Team. Wir haben zu viele Gegentore kassiert. Das muss man ja auch so erwähnen, wenn es so ist. Ja, ist aber jetzt vielleicht, man muss es ein bisschen differenziert betrachten. Zum einen, das sollen jetzt Erklärungen sein und auch niemals eine Ausrede. Es ist einfach so, dass wir eine neu formierte Abwehr haben. Ja, wir haben 3 Spieler, die einfach in der Philosophie noch nicht zusammengespielt haben. Wir reden ja auch schon gar nicht mehr über den extrem hohen Risikoanteil unseres Spielaufbaus, sondern das sind teilweise Konzentrationsfehler, teilweise leichte Fehler. Ja, und für mich ist nur wichtig, dass die Jungs das auch so sehen, dass sie es erkennen. Ja, wir auch. Und dass wir daran mit Hochdruck arbeiten, dass wir es versuchen, im Training besser zu machen, die Jungs, die Einstellung dazu auch haben, dass sie es besser machen wollen, dass sie lernen wollen. Ja, und ich glaube, das ist das Entscheidende. Mit auf dem Trainingsplatz dabei war auch Ludovit Reis. Nach seiner Schulterverletzung aus dem Freundschaftsspiel gegen die Glasgow Rangers stieg Reis wieder ins Mannschaftstraining ein und wird für Sonnabend eine Alternative sein. Auch Jonas Meffert, der im Pokal gefehlt hatte, trainierte unter der Woche wieder voll im Mannschaftstraining mit. Individuell arbeiteten unterdessen Emanuel Feray und William Micke-Brancis. Beide trainierten mit Reha-Trainer Sebastian Capell abseits des Teamtrainings. Auch abseits des Trainings ist im Volkspark aktuell einiges los. Die Umbauarbeiten am Stadion sind im vollen Gange. Neben dem Austausch der Dachmembran sollen bis Ende des Jahres auch neue Sanitäranlagen und Rollstuhlplätze fertiggestellt werden. Ab September soll das Stadionerlebnis zudem mit einer neuen Beschallungsanlage auf das nächste Level gehoben werden. Doch trotz der Bauarbeiten in und um das Volksparkstadion werden am Sonnabend wieder 57.000 Fans in den Volkspark pilgern, um gemeinsam mit ihrer Mannschaft die nächsten 3 Punkte zu bejubeln. Bobby, ich habe es eben schon angesprochen, 6 Scorer in den ersten 3 Partien. Wie beurteilst du selbst deinen eigenen Saisonstart?
Ja, also natürlich mit dem Auftakt gegen Schalke war für mich, also für alle natürlich, aber für mich persönlich auch ein Highlight, ganz klar. Und es tut natürlich vor allem als Stürmer extrem gut, gleich mit einem im ersten Spiel ein Tor zu machen, dass man einfach mit einem super Gefühl in die Saison starten kann. Und deswegen halt, da kann ich natürlich sagen, war für mich persönlich ein super Start. Hat mich riesig gefreut, weil man natürlich ja, auf das erste Spiel lange hinfiebert und dass es dann gleich mit einem Tor oder in dem Fall mit zwei Toren klappt, gibt dann einfach ein super Gefühl und ein Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Grundlage für so einen guten Saisonstart, wahrscheinlich auch irgendwo die Fitness. Wir haben einmal rausgeguckt, du hast, seitdem du hier vor 2 Jahren unterschrieben hast, 70 Ligaspiele gespielt, eines nicht von Anfang an und überhaupt nur eines im DFB-Pokal verpasst. Wie erklärst du selbst deine eigene körperliche Fitness? Ja, ganz klar, an erster Stelle harte Arbeit. Ist halt, als Profi ist es ein 24-7-Job. Man muss immer gucken, wann man ins Bett geht, dass man genug Schlaf kriegt, dass man immer das Richtige isst. Vor und nach dem Training noch extra Schichten einlegt. Ja, wie ich gesagt habe, die Arbeit hört nie auf, so gefühlt. Aber natürlich auch gehört Glück dazu. Kann ich mich beim lieben Gott bedanken, dass ich bis jetzt so viele Spiele machen durfte und ja, so lange jetzt verletzungsfrei geblieben bin und hoffe natürlich, dass es so lange weitergeht. Ein Grundstein dafür legst du ja auch abseits des Platzes im Gym. Man sieht es bei dir auch immer mal wieder auf den Social-Media-Kanälen. Warum machst du noch dieses Extra-Training abseits des Platzes? Warum? Also ich mache das schon ewig. Das habe ich so im Laufe meiner Karriere so mir angeeignet. Es gibt mir einfach ein gutes Gefühl, so einfach noch im athletischen Bereich noch was Extra-Einheiten zu machen. Ja, einfach auch natürlich in Bezug auf Verletzungsrisiko, dass man das vorbeugt, aber auch einfach, wie ich gesagt habe, im athletischen Bereich einfach sich noch einen Tick Fitness, Tick mehr Schnellkraft und so weiter holen. Und wie gesagt, am Ende ist das Ziel, dass man einfach ein gutes Gefühl hat am Spieltag. Und hat mir einfach in der Karriere so bis jetzt gut geholfen und werde ich so weiter behalten. Das ist jetzt schon so ein bisschen angeschnitten. Wo liegt da der Antrieb auch vielleicht mental für dich, dass du das Ganze machen möchtest und auch eben durchziehen möchtest? Ja, genau, es ist halt auch so ein Punkt, Disziplin. Als Profi ist ganz, ganz wichtig, dass man auch mal Sachen macht, wenn es einfach auch nicht so leicht läuft oder man gerade nicht so Lust drauf hat, muss man einfach immer diszipliniert sein. Und das ist das Wichtigste, denke ich, als Profi. Und das hilft dann auch, wie du sagst, im mentalen Aspekt, dass man halt dann weiß, auch die man macht, die Dinge, die einem jetzt vielleicht mal nicht so gefallen, also macht mir jetzt auch nicht jedes Mal Spaß, noch eine extra Einheit am freien Tag oder so zu machen, aber wie gesagt, da muss man halt Profi sein und das gehört dann dazu und dadurch kriegt man auch vielleicht so eine mentale Stärke hin. Nimm uns mal so ein bisschen mit in deinen Trainingsplan. Worauf liegt so dein Fokus in den Einheiten? Also in den Einheiten außerhalb vom HSV ist es dann im Bereich so Schnellkraft, Kraftausdauer. Heißt einfach, ja, mit nicht so viel Gewicht, aber so schnell wie möglich die Übung auszuführen. Sprünge, Schlitten ziehen und solche Sachen. Also wie gesagt, schnelle Sachen oder Kraftausdauer heißt auch weniger Gewicht und dann ganz viel Wiederholung, dass man halt richtig müde wird. So solche Sachen. Und hier im Training arbeiten wir ja da mit den Athletiktrainern zusammen und da ist dann Richtung Maximalkraft und Stabi und so weiter, aber das ist ein großer Umfang, den wir alle hier betreiben. Wenn man jetzt auf den Fußballplatz schaut, welche Schwächen hast du da vielleicht auch bei dir selber ausgemacht, die du dadurch ausgleichen möchtest? An die Sachen, wo ich halt dran arbeite, wie gesagt, Schnellkraft, Kraft, Ausdauer, denke ich, weil ja, so ein Spiel dann in den letzten 10 Minuten vielleicht noch entschieden werden kann. Und wenn da man noch ein paar Prozentpunkte mehr hat als der Gegner, das kann dann einfach der entscheidende Punkt sein, der dann im Spiel den Unterschied macht. Genau deswegen, dass man halt immer guckt, dass man über 90 Minuten oder länger die Fitness so hoch wie möglich hält, um dann ja jedes Spiel machen zu können oder auch dann in den letzten Minuten dann noch die Fitness hat, um dann noch eine entscheidende Aktion zu machen und konzentriert genug zu sein, um den Torabschluss richtig zu machen und so weiter. Da sind die letzten Prozentpunkte wahrscheinlich gegen Schalke so ein kleines Paradebeispiel. Genau. Gibt es Übungen, die dir vielleicht besonders viel Spaß machen oder die dir da besonders viel gebracht haben, was du bei dir selber gemerkt hast? Also es ist schwer, jetzt eine Übung rauszufiltern, weil ich ja, wie ich schon gesagt habe, also es ist ja 24-7, wir sind täglich, also natürlich nicht nur ich, wir alle täglich im Kraftraum und
ob Oberkörper, Stabi, Beinkraft. Ja, es gibt so viele Übungen. Jetzt eine rauszupicken ist wirklich schwer. Schauen wir einmal auch auf das abseits des Platzes, abseits des Gyms. Gibt es irgendwas, was du vielleicht auch in deinem Leben umgestellt hast, mal über die Zeit, sei es zum Beispiel Schlafrhythmus, Ernährung? Gibt es da irgendwas, was du mal verändert hast, was dich nach vorne gebracht hat? Also man passt sich ja immer an und lernt neu dazu, so immer ein paar Kleinigkeiten, die sich verändern, ist klar. Fällt mir jetzt auch vielleicht nicht, also ich kann jetzt nicht sagen, der eine Punkt hat mich unfassbar verändert, sondern einfach immer wieder ein paar Kleinigkeiten ändern und natürlich auch sich selber kennenlernen, sich selber besser kennenlernen, was einem gut tut, was einem nicht so gut tut und so weiter. Aber was ich jetzt sagen kann, was ich vielleicht extrem viel mache, ist Eisbad. Also ich gehe eigentlich, oder nicht eigentlich, ich gehe eigentlich, ich gehe jeden Tag ins Eisbad, also wirklich 7-mal die Woche. Dann fast bis zu 10 Minuten. Und das ziehe ich eigentlich sehr diszipliniert durch. Das hilft mir auf jeden Fall sehr, sehr viel. Wie hilft dir das? Ja, einfach in der Regeneration. Man fühlt sich danach gleich viel besser. Wenn man schwere Beine hat, nach jeder Einheit da rein, knapp 10 Minuten, das hat einen richtig großen Effekt. Das bringt dich ja in jedem Fall auch ordentlich in Shape. Es gibt Spieler, die sind über Jahre bis fast an die 40 ran, Top-Athleten, C. Roberto, vielleicht Zlatan Ibrahimovic. Hast du irgendein Role Model da im Kopf, der dir von der Athletik her besonders gut gefällt? Ja, mal sowieso allgemein im Fußball ist Cristiano Ronaldo mein größtes Vorbild und vor allem in dem Punkt natürlich auch. Kann man, glaube ich, so viel sich abgucken. Ist ja bemerkenswert in dem Alter, wie fit er noch ist. 38 jetzt und noch so in so einer guten Verfassung. Unglaublich, wie er das all die Jahre geschafft hat. Da kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr viel davon abgucken. Schauen wir wieder zurück in die jetzige Zeit. Du hast seit Saisonbeginn als einziger Spieler jede Trainingseinheit komplett durchgezogen. Jetzt auf die ganzen Aspekte, die du eben benannt hast. Wie hat sich dein Körpergefühl verändert und wie profitierst du eben auch von der Extraarbeit jetzt auf dem Platz? Es tut natürlich gut, jede Einheit im Nachhinein mitgemacht zu haben, auch wenn es mal schwer gefallen ist. Wie man sieht, profitiere ich davon, weil ich einfach jedes Spiel jetzt 90 Minuten gehen kann und mich sehr gut fühle und keine Wehwehchen habe oder so und da jedes Spiel jetzt durchziehen kann. Davon profitiere ich jetzt von der harten Vorbereitung, dass ich dann auch das Glück hatte, sie durchziehen zu können und wie gesagt jede Trainingseinheit mitmachen konnte, die natürlich auch extrem hart waren. Jetzt im Spiel, Anschlussfrage, wie hat sich dein Spiel vielleicht dadurch verändert oder verbessert? Merkst du irgendwas anderes? Dein Kopfballspiel beispielsweise, hast du am Anfang, als du unterschrieben hast, gesagt, das möchtest du zum Beispiel verbessern. Gibt es Dinge, die du da aktiv merkst im Spiel, die sich verändert haben? Jetzt im Bereich Fitness, würde ich jetzt nicht sagen, also das ist ja, würde ich eher unterteilen, weil Sachen wie Kopfball, das sind hat jetzt nicht extrem mit der Fitness zu tun, aber wie gesagt, wenn ich jedes Spiel oder jede Trainingseinheit mitmache, jedes Spiel machen kann, davon kann ich ja nur profitieren, weil wenn ich jedes Spiel 90 Minuten spielen kann, die Chancen dann, dass ich dann habe ich mehr Chancen auf dem Platz ein Tor zu machen und so weiter. Also Fitness steht natürlich an allererster Stelle und alles andere kommt dann danach, dass man dann noch extra Einheiten machen kann mit Kopfball und so weiter. Kann ich dann einfach nur profitieren davon, dass ich jetzt wie in dieser Vorbereitung jede Trainingseinheit mitmachen konnte. Und wenn wir trotzdem nochmal die fußballerischen Aspekte rauspicken wollen, zum Beispiel auch Thema Robustheit, ich hatte Kopfballspiel schon angesucht, gibt es da trotzdem Veränderungen, die du dadurch spürst, eben auch, und wenn es nur die Robustheit ist, dass du dich in eine bessere Position zum Abschluss begibst? Ja, klar, natürlich merke ich, habe ich schon, fühle ich mich jetzt schon sehr, sehr gut. Wenn ich jetzt vergleiche, Anfangszeit hier beim HSV hat man schon gemerkt, dass ich noch einen Schritt nach vorne gemacht habe. Kommt natürlich durch alle Trainingseinheiten, Extraschichten, länger auf dem Platz bleiben, Kopfballspiel und so weiter im Kraftraum. Kann ich mich sehr glücklich schätzen, dass ich das so lange durchziehen konnte und so jetzt profitieren kann davon. Und bin natürlich sehr glücklich und stolz, dass ich da noch in den 2 Jahren noch einen Schritt nach vorne machen konnte. Schauen wir jetzt mal nach vorne. Es geht jetzt am Sonnabend gegen Hertha. Bundesliga-Absteiger mit 2 Niederlagen gestartet, also so ein bisschen konträr zueinander. Dennoch, was erwartest du von der Partie? Ähm,
Ja, also ich denke, man muss das unabhängig jetzt davon sehen, dass sie jetzt nicht gut in die Saison gestartet sind, ist trotzdem Bundesliga-Absteiger mit viel individueller Qualität. Ja, wird auf jeden Fall kein leichtes Spiel, ganz klar. Und ja, trotz der zwei Niederlagen jetzt, denke ich, darf man die auf keinen Fall unterschätzen. Werden auf jeden Fall noch ihre Punkte holen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr hohe individuelle Qualität. Und wird auf jeden Fall ein geiler Test für uns. Wenn es gegen Hertha geht, klingelt da trotzdem ein bisschen unschön im Hintergrund die verlorene Relegation im letzten Jahr. Spielt die noch irgendeine Rolle jetzt in den Köpfen, wenn es jetzt wieder gegen Hertha geht, oder ist das komplett ab? Ja, also ich denke, auf dem Spielfeld wird es dann völlig, völlig wurscht sein. Aber jetzt klar, wenn man natürlich darüber nachdenkt, tut es natürlich noch sehr weh, weil man ja so knapp vor dem Bundesliga-Aufstieg war. Keine schöne Erinnerung, das verlorene Spiel. Aber natürlich, Fußball ist so ein Tagesgeschäft und ist jetzt auch schon wieder über ein Jahr her. Von daher wird es, denke ich, auf dem Platz dann gar keine Rolle mehr spielen. Bobby und ich haben schon ein bisschen über die Hertha gequatscht jetzt und wir schauen jetzt noch mal ein bisschen genauer auf die alte Dame und das machen wir in unserem Gegnercheck. Auch das zweite Heimspiel der noch jungen Zweitligasaison verspricht ein echtes Kracherspiel zu werden. Zum Topspiel empfängt der HSV am Sonnabend Hertha BSC. Der Bundesliga-Absteiger der vergangenen Spielzeit kommt mit einer ernüchternden Punkteausbeute aus den ersten beiden Ligapartien in den Volkspark. Das Auftaktspiel gegen Fortuna Düsseldorf verloren die Herthaner mit 0:1. Auch eine Woche später im eigenen Stadion hagelte es eine Niederlage. Das Team von Paul Dardai unterlag Aufsteiger Wien Wiesbaden ebenfalls mit 0:1. In beiden Partien schoss die alte Dame keine eigenen Tore. Und das, obwohl es Angreifer Florian Niederlechner und seinen Kollegen in beiden Spielen nicht an Torchancen mangelte. Insgesamt 33 Schüsse aufs Tor stehen auf dem Konto der Berliner. Keiner der Bälle ging allerdings ins Tor. Dass der Hauptstadtklub durchaus eine Menge Tore schießen kann, zeigte sich zuletzt im DFB-Pokal. In der ersten Runde traf Hertha BSC auf Regionalligist Carl Zeiss Jena und siegte mit 5:0. Der Einzug in Runde 2 dürfte der alten Dame Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in der Liga gegeben haben. In Hamburg wird dieses Selbstvertrauen für die Hertha wichtig sein. Gegen die Rothosen müssen sie sich im ausverkauften Volksparkstadion behaupten. Ein Berliner kennt den Volkspark allerdings bestens. Ex-HSVer Toni Leistner wird am Sonnabend zurück in den Kader der Hertha kehren, nachdem er zuletzt verletzt ausgefallen war. Gemeinsam mit Toni Leistner wird die Hertha am Sonnabend nach Hamburg reisen und alles dafür geben, um die ersten drei Punkte der Saison einzufahren. Neben dem Topspiel im Volksparkstadion finden auch an diesem Wochenende wie immer noch weitere Partien statt. Am Freitagabend empfängt der erste FC Kaiserslautern den Aufsteiger aus Elversberg und Wien Wiesbaden den Karlsruher SC. Am Sonnabendnachmittag spielt dann Fortuna Düsseldorf gegen den SC Paderborn, Greuther Fürth empfängt den FC St. Pauli und Hannover 96 reist nach Rostock. Am Sonntag spielt Holstein Kiel gegen den 1. FC Magdeburg, der FC Schalke reist zu Eintracht Braunschweig und der VfL Osnabrück empfängt den 1. FC Nürnberg. Da sind wir wieder und es geht rein in die Crunchtime. Letzte Saison Bobby mit 16 Punkten für die Finalshow qualifiziert, dann aber nur Zweiter geworden. Was soll es dieses Jahr werden? Ja, dieses Jahr muss der Sieg her, ganz klar. Der Sieg muss her, dafür muss Bobby natürlich jetzt erstmal vorlegen. Ferro führt mit 9 Punkten aktuell, von daher, da solltest du rüberkommen, um dich mal ein bisschen unter Druck zu setzen. Ansonsten, wenn du keine weiteren Fragen mehr hast, Regeln sind bekannt, dann würde ich von 3 runterzählen und dann können wir starten. Dann geht's los in 3, 2, 1 und los. Wie viele Pflichtspieltore hast du für den HSV bis 50. Jetzt? Korrekt. Auf welchem Tabellenplatz landete Hertha am Ende der vergangenen Saison? 17. Falsch. Mit welchem deiner aktuellen Mitspieler standest du am häufigsten gemeinsam auf dem Feld? Lüdo. Nein. Nenne einen Bundesligisten, der in der ersten Runde des DFB-Pokal ausgeschieden ist. Bremen. Korrekt. Wie viele rote Karten hast du bisher in deiner Profikarriere bekommen? Eine. Korrekt. An wie vielen Toren warst du beim ersten Saisonspiel gegen Schalke 4. beteiligt? Korrekt. Welcher Spieler hat, der zuletzt bei Hertha spielte, hat seine Karriere vor einigen Tagen beendet? Boateng. Korrekt. Gegen welche Mannschaft hast du ein Bundesliga-Debüt für Mainz gegeben?
Union Berlin. Korrekt. Wer ist seit diesem Wochenende Rekordtransfer der Bundesliga? Kane. Harry Korrekt. Kane. Wie oft hast du als Profi schon gegen Hertha gespielt? 2-mal. Falsch. Welche beiden Teams stehen im Finale der Frauen-WM? England, Spanien. Korrekt. Welcher europäische Nationaltrainer hat am Wochenende sein Amt niedergelegt? Mancini. Korrekt. Gegen welche Mannschaft startet dein Ex-Club Heidenheim am Wochenende in die Bundesliga? Wolfsburg. Korrekt. Welches Land stand dreimal in einem WM-Finale, konnte aber nie gewinnen? Holland. Korrekt. Die Jury hat getagt, 11 Punkte wurden zusammengezählt. Bobby, damit bist du erstmal an der Spitze. Zufrieden? Ja, schon. Sehr gut. Gibt es eine Frage, der du ein bisschen hinterher traust, wo du sagst, das hätte ich vielleicht wissen können oder wissen müssen? Ja, wie oft ich gegen Hertha gespielt habe jetzt im Nachhinein. Aber, mei. Und ja, ansonsten keine eigentlich. Sehr gut. Es ist auf jeden Fall erstmal die Spitze mit 11 Punkten und dann kriegst du ja vielleicht in der Rückrunde nochmal die Chance, das Ganze aufzuwerten. In jedem Fall danke dir, dass du heute dabei warst und uns Rede und Antwort gestanden hast. Und dann auch danke euch zu Hause, dass ihr heute den Spieltagscheck eingeschaltet habt. Vergesst nicht auch einzuschalten am Wochenende, wenn es gegen die Hertha geht, sowohl im Fernsehen als auch natürlich am HSV-Netradio. Bis dahin verbleiben wir mit unseren drei Worten nur der HSV.